Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier bei Pro Evolution Soccer mit allen Lizenzen, also sprich auch Bundesliga und etc. Wenn ihr mögt, lasst doch gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, heute gibt es zwei Spiele und zwar gegen San Etienne, diesen zweiter Top-Spiel und natürlich kommen wir weiter in der Champions League, also kommen wir in die K.O.-Phase der Champions League, das ist heute die große Frage, wir müssen ran gegen Olympique Piräus und dann würde ich sagen, rein ins Spiel gegen San Etienne. Ja, und jetzt geht es ran in der Liga gegen San Etienne. Anstoß ist schon erfolgt und wir haben das Glück, wenn wir dieses Spiel gewinnen, können wir uns eigentlich schon im Winter zum Meister nennen. Nicht nur zum Herbstmeister, sondern zum Ligameister insgesamt. Denn dann haben wir San Etienne noch weiter hinter uns. Dann ist Monaco nur noch hinter uns, ich glaube mit 12 Punkten oder so. Das werden die doch nie und nimmer einholen. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst, was bald ansteht. Nicht nur das letzte Spiel der Champions League, sondern auch Wintertransferperiode. Und wer die Geschichte, die Story gut verfolgt, der weiß auch, wir haben eine Ausstiegsklausel. Mal gucken, ob die gezogen wird oder auch nicht. Und jetzt kommt erstmal der Chipball auf Cavani. Der kriegt den Ball nur nicht rein. Da kommt der nächste Chipball. Cavani im Strafraum, spielt nochmal auf die Außen. Spielt auf die Außen. Was passiert jetzt? Der hat nochmal einen Chipball, der Kopfball und knapp am Tor vorbei. Da wäre die Chance zum 1:0. Wir haben sie nicht genutzt. So ein Pech aber auch. Hier sehen wir es nochmal. Wunderbarer Kopfball. Ja, schade, nicht drin. Aber irgendjemand hat es in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, der Twix war es. Im letzten Part haben wir zwei Top-Spiele gehabt. Beide zu 0 gespielt. Und das haben wir auch in diesem Part vor. Wieder zwei Top-Spiele und beide wollen wir zu Null spielen. Aber jetzt kommt erstmal San Etienne. Der Ball, oh, der war schon eigentlich gut verteidigt. Nur jetzt sind sie wieder am Ball. Die sind wieder am Ball und wir kriegen den Ball zurück und weg ist er. Hei, 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 hei. So darf man doch nicht die Bälle da hinten verteidigen. Leute, konzentriert euch. Ich habe doch gerade gesagt, wir wollen zu Null spielen. Jetzt auf Cavani nach da vorne. Nochmal, macht ihr es über Außen? Ja, aber das geht zu schleppend irgendwie. Ah, mal gucken, ob da draus was wird. Jetzt Cavani wird angespielt. Jetzt auf Außen. Da muss die Flanke kommen. Die kommt. Der Kopf bringt einen Kilometer übers Tor. Freistoß für uns aus einer sehr, sehr guten Position. Hier ist Cavani am Ball. Und hier wird er den Schlappen auf. An die Stollen auf den Schlappen gekriegt. So rum ist richtig. Wer schießt? Cavani oder Mbappé? Ich tippe auf Mbappé. Er nimmt Anlauf. Nummer 10, ist es überhaupt Mbappé? Nein, das ist natürlich Neymar und nicht Mbappé. Meine Güte. Seine eigenen Teamkameraden erstmal auseinanderhalten. Das ist schwierig. Ja. 40. Minute. San Etienne kommt. Kommt über außen. Erstmal wird die Chance dahin genommen. Weggenommen, wollte ich sagen. Ist eh auch ganz egal, was ich sagen will. Da ein großer Schnitzer in der Abwehr. Gut, dass er nicht sofort abschließt. Wir wären überhaupt nicht auf dem Posten gewesen. Wir sind immer noch nicht auf dem Posten. Was passiert hier? San Etienne kriegt die Möglichkeiten. San Etienne ist im Strafraum. Und da kommt der Schuss. Die blocken sich gegenseitig. Die blocken sich gegenseitig. Meine Güte, haben wir hier ein Glück. Wir reißen die Arme hoch, weil wir sagen, so geht's nicht, Jungs. Macht mal was. Und das hoffen wir uns jetzt in der zweiten Halbzeit. 0:0 in der ersten Halbzeit. Trotzdem sehr sehenswert, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Puh, erstmal beruhigen, beruhigen, beruhigen. Und jetzt gehen wir rein in Halbzeit 2. Anstoß. Und jetzt machen wir zwei Tore. Und die Sache ist geritzt. San Etienne kommt. San Etienne ist im Strafraum. Klasse Parade von uns. Klasse Parade von uns. Söderlund kann den Ball nicht reinkriegen. Hier sieht man es nochmal. Anstatt auf eine Flanke zu spielen, spielt er diesen Pass. Dieser Pass und da stehen wir. Super gehalten. Aber jetzt gibt es Eckball. Wir feuern uns selber an. Denn das war jetzt wirklich stark gehalten von uns. Und jetzt gibt es Eckball. Den müssen wir genauso stark halten. Da kommt der Eckball. Da kommen wir nicht dran. San Etienne hat den Ball da am Strafraumrand. Was können sie machen? Erstmal nichts und jetzt ganz schnell gehen. Wenn es jetzt schnell geht. Cavani, gib mal Gummi. Gib mal Gummi. Wo willst du hin? Da vorne ist das Tor. Und jetzt. Laufen, laufen. Ich fühle mich hier wie bei Kickers. Die laufen und laufen, kommen dem Tor nicht näher. Was passiert hier denn? Nein. Doch. Nein, doch. Gibt es nicht so einen Komiker, der so gemacht hat? Oh, ich glaube, Loriot war das. Jetzt der Kopfball und mittig aufs Tor. 60. Minute. Erste Chance von uns. San Etienne hatte auch eine Chance. Und dann geht's mal weiter.
wieder Freistoß für uns. Kann gefährlich werden. Chippt er den Ball vorne rein? Er chippt den Ball vorne rein. Cavani hat den Ball, kann den gut verteilen. Und jetzt sind wir in der Lage zu schießen. Wir schießen auch. Doch der Ball wird geblockt und es gibt keinen Eckball, es gibt gar nichts. Der Ball ist eigentlich auch sehr gut verteidigt. Sei denn er pennt? Nein, er pennt nicht. 75. Minute, 15 Minuten noch zu spielen. In der Hoffnung, da noch was reißen zu können. Cavani holt sich sehr stark den Ball. Cavani auf die Außen. Auf Neymar, Neymar, Neymar mit der Flanke und da steht keiner. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Die Flanke war einfach zu ungenau. So können wir es natürlich auch sagen. Jetzt nochmal über die andere Seite. Di Maria auf Cavani. Cavani im Strafraum, kriegt den Ball nicht Richtung Tor. Jetzt ist Di Maria am Ball und der Torwart pariert. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was passiert hier denn, bitteschön? Hier sehen wir das nochmal. Hier Di Maria. Ich glaube, Di Maria hat die 7, oder? Oder ist es Mbappé? Oh meine Güte, ich komme hier schon ganz durcheinander mit den ganzen Stars, die hier auflaufen. Nee, Mbappé kommt jetzt erst rein. Es war Lukas Moura oder wie der hieß. Keine Ahnung. Jetzt, der Ball ist wieder nicht drin. 92. Minute. Das dürfte ein 0:0 geben. Und was es in der Zwischenzeit noch gab, weil wir haben auch was unterschrieben, das werdet ihr jetzt sehen. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ja, ich habe hier ein wichtiges Thema und zwar bin ich jetzt auch Partner von Adidas geworden. Leute, Partner von Adidas zu sein bedeutet, ich kriege Handschuhe und ich kriege Schuhe und welche Details es alle gibt, werde ich jetzt einmal hier einblenden. Ihr habt gesehen, es gibt ein paar Handschuhe pro halbe Saison und ein paar Schuhe pro halbe Saison. Das habe ich extra so gemacht. Ich bin dagegen, gegen Massenproduktion und all sowas. Also ich möchte nicht verschwenderisch leben, ich muss damit klarkommen. Klar, wenn ich merke, meine Handschuhe, die werden jetzt abnutzen, dann werde ich mir ein zweites Paar bestellen. Und das geht aber dann von der Prämie ab. Deswegen habe ich gesagt, ein paar Handschuhe und ein paar Schuhe. Und deswegen gibt es dann für mich auf mein Konto jeden Monat 100.000. Ja, das ist erstmal so geregelt bis Ende der Saison. Vorausgesetzt, ich werde im Winter nicht wechseln, sonst darf ich auch den Ausrüster wechseln. Also ich kriege jetzt auch für den Dezember schon 100.000 und kriege eben ein paar Handschuhe bis zum Sommer und eben ein paar Schuhe. Und alles, was ich zusätzlich brauche, muss ich selber wieder von diesem Geld mir dann erkaufen. Aber ich möchte nicht, dass ich jedes Spiel neue Handschuhe und neue Paar Schuhe kriege. Einfach, dass wir von dieser Massenproduktion wegkommen, dass wir von diesem Verschwenderischen wegkommen. Ich möchte ganz ökonomisch leben und das heißt, ich achte auf die Umwelt und dazu zählt natürlich auch die Produktion der Torwarthandschuhe und die Produktion der Schuhe und dann noch den Versand der Schuhe und natürlich auch den Versand der Handschuhe, eingepackt in Plastik etc. Ihr wisst, was ich meine und deswegen kam dieser Vertrag dann zustande. Ja, und das war es dann auch schon für heute und dann würde ich sagen, ja, haut denn rein, ich gehe jetzt weg von der Pressekonferenz, die ist schon vorbei. Also, man sieht sich, euer Micha. Ja, ihr habt es gerade gesehen, wir haben einen neuen Ausrüster. Adidas nimmt uns unter Vertrag. Wir kriegen natürlich auch eine schöne, schicke Summe. Und zwar noch für die restliche Saison. Also, was heißt für die restliche Saison? Erstmal für diesen Monat noch. Wir dürfen nämlich, wenn wir den Verein wechseln, auch unseren Ausrüster wechseln. Wenn das nicht der Fall ist, gilt der Vertrag natürlich bis Sommer. Also wir kriegen jetzt eine schicke Summe und zwar kriegen wir jetzt 100.000 und das kriegen wir dann demnächst für jeden weiteren Monat, wo wir diese Handschuhe und diesen Schuh tragen werden. Also eine schöne, nette Summe für uns, für unser Konto. Und dann geht's jetzt rein in das Spiel gegen Piräus. Da laufen die Teams ins Stadion ein. In das Champions League. Vorerst letztes Spiel für uns. Mal gucken, ob wir es schaffen, weiterzukommen. Dann spielen wir weiterhin. Oder fliegen wir sogar vielleicht raus? Gehen wir in die Euroleague? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, rausfliegen können wir nicht mehr. Ich glaube, wir können nur noch in die Euroleague. Aber alles ist, glaube ich, noch möglich. Von daher, volle Konzentration. Den ersten Spieler kannten wir. Wer hat ihn erkannt?
den kleinen Mann mit den blonden Haaren bei Olympic Piräus mit der Kapitänsbinde. Es müsste rein theoretisch vom Aussehen Marco Marin gewesen sein. Wir schauen mal in die Aufstellung, ob das auch wirklich so stimmt. Hoffentlich wird uns die auch angezeigt. Na, so sieht er nicht mehr aus wie Marco Marin, aber vorhin sah er aus wie Marco Marin. Ich bin mal gespannt. Und es ist Marco Marin. Leute, ihr könnt auf mich vertrauen. Ihr könnt mir vertrauen, auf mich bauen. So rum ist es richtig ausgesprochen. Und jetzt rein in das Spiel Olympic Piräus oder Olympiak Piräus gegen Paris Saint-Germain. Das letzte Gruppenspiel, wo es doch um sehr, sehr viel Geld, um sehr, sehr viel Macht und vor allem um unseren Werdegang bei Paris geht. Wir kommen über außen. Neymar. Neymar hat die Chance. Neymar hat die Chance. Er zieht ab und der Torwart hält. Klasse Parade. Neymar hatte die Chance zum 1:0. Das wäre so wichtig gewesen. Doch der Torhüter, der vereitelt das Ganze. Und jetzt kommt nicht Olympiak Piräus. Leute, Leute, Leute. Weiter so, weiter so. Wir müssen kämpfen. Wir müssen siegen. Wir müssen alles. Wir müssen hier 3 Punkte holen. Ganz einfache Rechnung. Und jetzt sind wir wieder auf den Außen. Da kommt die Flanke, aber wo kommt die denn hin? Das ist doch keine Flanke. Das ist ja schon fast Totschlag. Olympiak Piräus ist im Strafraum, ist im Strafraum. Der Ball wird semi-optimal geklärt. Jetzt gibt es Einwurf. Der Einwurf kann gefährlich werden, Leute. Er kann gefährlich werden, wenn Piräus es richtig macht. Da kommt der Ball. Und Piräus hat den Ball und Glanzparade von uns. Wir halten den Ball sogar fest. Wenn wir es jetzt schnell machen, können wir den Ball auf außen werfen. Super gemacht. Und jetzt schnell spielen. Super. Und jetzt nochmal. Doppelpass. Nochmal der Pass. Dann der Chipball auf die andere Seite. Da ist Neymar. Neymar mit der Flanke. Die Flanke kommt an und der Kopfball geht sowas von daneben. Draxler, was machst du nur? Was machst du nur? Oi, 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 oi. So schön rausgespielt. Piräus hat angegriffen. Wir haben den Ball sicher festgehalten. Wir haben den Ball schnell auf die Außen geworfen. 2, 3 Doppelpässe hintereinander. Dann der Chipball auf Neymar. Dann die Flanke und dann Draxler. Ungefähr 7 Meter am Tor vorbei. Eieieiei. Wir sind am Strafraum. Wir sind am Strafraum, da der Bodycheck, der war nicht abpfeifenswert, wollte ich schon sagen. Er war natürlich kein Freistoß oder Elfmeter wert. 0:0 zur Halbzeit. Das ist ein knappes Ding. Das ist ein ganz, ganz knappes Ding. Draxler hatte die Chance. Neymar hatte die Chance. Super pariert. Draxler hat weit daneben geköpft. Nun ja, kann man nichts dran ändern. Wir wollen nicht Draxler die Schuld geben. Auf keinen Fall. Wir sind ein Team. Wer meinen Slogan kennt, der weiß, was jetzt kommt. Gemeinsam statt einsam. Und das möchte ich auch hier bei Paris sehen. Und wir kämpfen gemeinsam, dass wir die katastrophale Hinrunde beseitigen können. Dass wir weiterkommen. Das ist unser Ziel. Das schaffen wir nur gemeinsam. Das habe ich schon damals gesagt. Und ich finde das so genial. Hashtag gemeinsam statt einsam. Und ich bin immer noch dafür, dass wir daraus einen super Hashtag machen sollten, der um die Welt geht. Wir haben den Ball im Strafraum. Den können wir nicht kontrollieren. Jetzt heißt es Ball zurückerkämpfen. Ball zurückerkämpfen schnell. Ja, so ist schon mal gut. Aber falsche Richtung. Da vorne steht das Tor. Hallo. Ah, Leute, so kann das hier nichts werden. Cavani auf den Außen, hat er den Ball, die Flanke kommt. Kopfball übers Tor, nein, das darf nicht wahr sein. Der war knapp, Leute. Hier Cavani am Ball. Er kam für Neymar und bringt so eine Flanke rein. Und der Ball von Di Maria, meine ich, war es. Ich möchte mich jetzt nicht drauf festlegen. Ganz, ganz knapp übers Tor. Ich habe gar nicht ausgerechnet, was passiert eigentlich bei Unentschieden. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie spielen die anderen. Wie spielt Dortmund gegen, wer war denn noch? Pakistan. Nee, wie heißen die noch gleich? Irgendwie aber sowas, ne, sowas ähnliches. Partizan, so rum. Nicht Pakistan, sondern Partizan. Es kommt natürlich drauf an, wie die spielen. Aber da denke ich auf den Sieg von Dortmund. Deswegen, wir brauchen Punkte. Und der Schuss geht knapp daneben. Sieben Minuten. Leute, drückt uns die Daumen, dass wir hier noch einen Lucky Punch in der letzten Minute haben. Und bloß
ja, kein Gegentor kriegen. Aber das Spiel hat eigentlich es so hergegeben, dass wir die Chancen hatten, also wir auch das Anrecht haben auf ein 1:0. Aber seit wann guckt der Fußball auf sowas, was fair ist? Sondern Fußball guckt einfach, wo ist effizient? Und wenn jetzt Olympiak effizient nach vorne angreifen würde, dann wären sie natürlich effizient. Aber es dürfte Freistoß für uns geben. So ist es. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Was können wir draus machen aus diesen 2 Minuten? Was können wir aus diesen 2 Minuten machen? Kriegen wir nochmal eine Chance? Kriegen wir nochmal die Chance zum 1:0? Das wäre der sichere Weg in die K.O.-Phase. Kriegen wir die Chance nochmal? Es ist viel zu viel hin und her gepasst und jetzt pfeift der Schiri garantiert gleich ab. Wir sind schon in der 4. Minute. Wie lange lässt er? Er lässt nochmal den Freistoß. 4. Minute Nachspielzeit. Wir sind schon weit über der normalen Nachspielzeit. Cavani. Was macht Cavani? Cavani aufs Tor und Torwart patzt und da ist keiner. 6 Minuten sind wir drüber. 7 Minuten sind wir drüber. Wann pfeift der Schiri ab? Er pfeift jetzt ab. Wir jubeln. Ich denke, dann heißt das, dass wir weitergekommen sind. Ob das wirklich so ist, das sehen wir jetzt gleich anhand der Tabelle. Leute, das war knapp. 1:1 gegen Piräus. Dortmund hätte nur gewinnen müssen. Dann wären wir raus, aber die spielen auch nur 2:2 gegen Partizan. Das ist unser Glück. Danke an Partizan, dass sie ja Dortmund ein 2:2 abgeluchst haben. Dortmund hat 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Wir haben 2 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Genauso wie Piräus. Ach du meine Güte, das war mal knapp. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Tabellen an, wer wie wo weitergekommen ist. Wir fangen an mit Tabelle 1, Manchester City, Benfica war ja schon sicher durch und Atalanta ist ganz raus, Dynamo Zagreb hat sich da durchgesetzt. Real Madrid, PSV Eindhoven, klar und sicher weiter und Zenit St. Petersburg war auch schon klar in der Euroleague. Bayern gegen Sporting, Bayern und Sporting weiter, Man U nur in der Euroleague, Basel raus, Bayern hat 6 Siege. Nur 2 Gegentore. Barcelona und Olympique de Marseille weiter. Besiktas in der Euroleague, Anderlecht komplett raus. Chelsea, Leverkusen weiter. Das ist die Sensation. Atletico Madrid nur in der Euroleague. Da hätte man gerechnet, dass Leverkusen in die Euroleague geht und nicht Atletico. Und Kopenhagen ohne Chance raus. Die Gruppe kennen wir, Olympiak und Paris, weiter. Dortmund in der Euroleague und Partizan raus. Juve und Ajax weiter, Slavia Praha in der Euroleague und Shakhtar Donetsk raus. Porto, Everton weiter, Benevento in der Euroleague, stark gemacht, muss man sagen. Und NK Osijek ist auch raus. Wir sind Zweiter. Wen können wir alles bekommen? Wir können Porto bekommen, Manchester City, Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Chelsea. Können wir eigentlich auch Olympiak Piräus? Nee, eigentlich nicht mehr, nee. Und Juve, ach du meine Güte, da wäre ich für Porto. Hoffentlich haben wir Losglück und wir ziehen Porto. Alles andere, ja, wird ein hartes Spiel dann. Wir hätten nicht Tabellenzweiter werden dürfen. Wir hätten Tabellenerster werden müssen. Und wir kriegen es nicht hin. Benfica gegen Bayern, PSV Eindhoven gegen Chelsea, Sporting gegen Manchester City, Olympique de Marseille gegen Olympiakos Piräus. Oh, gut, dass da einer dann rausgeht. Oh, mir ahnt Schlimmes. Bayern 04 Leverkusen gegen Porto, Paris Saint-Germain gegen Juve, Ajax gegen Barca und Everton gegen Real Madrid. Das wird ein Hammerspiel gegen Juve. Wir haben es in unserer Gruppe noch nicht mal hingekriegt, Erster zu werden. Wie sollen wir dann gegen Juve? Aber das ist alles Schnee von morgen, besser gesagt. Eigentlich heißt es von gestern, aber ist ganz egal. Dann ist es eben der Frühling von morgen. Hoffentlich wird es jetzt bald auch Frühling. Ja, und dann im nächsten Spiel geht es dann schon gegen Olympique Lyon. Heißen die jetzt auch wirklich Olympique Lyon? Ich will jetzt hier auch nichts mehr Falsches sagen, meine Güte. Natürlich heißen die Olympique Lyon. So, und dann würde ich sagen, wir stehen auch in der Startaufstellung. Was soll's? Wir haben es geschafft. Sind wir Torwart Nummer 1 und dann, was passiert dann? Dann haben wir so lange Pause. Was passiert nächste Folge? Das will ich euch komplett sagen. Deswegen gehen wir jetzt rein in den Spielplan und gucken,
Olympique Lyon. Und dann kommt Angers Co. Und dann haben wir noch ein Spiel. Und noch ein Spiel. Und dann ist erst Eröffnungsfenster, denn wir haben überhaupt keine Winterpause in Frankreich. Okay. Aber das ist wirklich dann das für nächste Folge. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen da. Vielleicht, ich sage euch, ich habe in diesem Monat Geburtstag. Vielleicht schaffen wir 500 Abonnenten. Das wäre ein super Geburtstagsgeschenk für mich. Vielleicht schaffen wir auch 1000 Abonnenten. Das wäre natürlich eine Sensation, aber daran möchte ich noch gar nicht denken. Aber 500 zum Geburtstag wären richtig, richtig nice. Und dann könnt ihr jetzt noch links und rechts klicken und da seht ihr auch noch einen Abo-Knopf, wo ihr draufdrücken könnt, um mich zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür und dann ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye. Bye.